Betonrausch geht es halt um Gary, Victor und Nicole. Die sich entscheiden, durch Immobilienbetrug relativ viel Kohle zu machen. Ihr besorgt mir Leute, die Kredite in einem Volumen von 3 bis 4 Millionen Euro hier machen, ja? Es werden 6 Millionen sein. Wenn ihr das hinkriegt, bin ich dabei. Ich habe ganz viel recherchiert in der Szene von den Immobilienmaklern. Und das ist halt echt schräg, was sie da erleben. Verkauft! 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 Und die, die es tun, die leben wirklich in der eigenen Blase und alle anderen leiden. Da fehlt was. Finanzamt. Und dann ist es natürlich auch total wichtig, die Freundschaftsbeziehung zum Gary. Die beiden machen das ja zusammen und erleben das alles zusammen. Nicole ist eine smarte, junge Frau, die ganz genau weiß, was sie will und den Jungs dazu verhilft, ganz große Geschäfte abzuschließen und die natürlich nicht immer legal sind. Das hier ist kein Beschiss, oder? Nein. Er hat eine unglaubliche Faszination eigentlich zu dieser Frau und verliebt sich dann auch in sie. Und sie ziehen in eine riesen Villa ein und führen einfach ein unglaublich glanzvolles Luxusleben. Was Geld mit einem Menschen macht, ne? Die verlieren sich dann halt auch. Und es geht dann halt auch irgendwann alles den Bach runter. Ihr Opfer, der ist vom Finanzamt! Überraschung! Ich wollte schon immer mal eine Prostituierte spielen. Jetzt habe ich endlich meine Traumrolle ergattert, ne? Danke, Freddy. Ich hab die klar gemacht. Es ist schon auch Gangster-Genre irgendwie, aber angenehm, auch mit Witz. Es ist ein Rausch in der Immobilienwelt.